Das Verfassungsgericht hat das Wahlergebnis heute aufgehoben. Alle Infos aus Karten. Immer 5 Minuten früher. 78.000 Stimmen sind von Unregelmäßigkeiten betroffen. Nur 31.000 hatte Alexander von der Bellen Vorsprung auf Norbert Hofer. Die Auszählung der Briefwahlstimmen war eindeutig verfassungswidrig, so das Urteil der Verfassungsrichter Mario Nitsche von den Kärntner Grünen. Dass hier von Euren Alexander von der Bellen als Gewinner ja aus der ersten Stichwahl herausgegangen ist, das bezweifelt ja keiner, sondern es geht hier um den Vollzug der Briefwahlstimmen. Die FPÖ hofft jetzt auf die zweite Chance im Herbst. Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Der positive Trend seit Jahresbeginn setzt sich fort. Im Juni waren 1,5% weniger Kärntner ohne Arbeit. In Summe macht das aber noch immer über 23.000. Weiter schwer haben es Ältere ab 50. Die Jugend bekommt hingegen deutlich leichter einen Job. Und weniger Verkehrstote. 13 Todesopfer waren heuer im ersten Halbjahr auf den Kärntner Straßen zu beklagen. Das ist der niedrigste Wert, seit es die Unfallstatistik gibt. Im Vorjahr waren es noch mit 17 mehr. Unverändert hingegen die Hauptgründe für tödliche Unfälle, nämlich Raserei und Ablenkung, etwa durch das Handy. Herzlich und Herren, mit dem besten Verkehrsservice und den aktuellsten Blitzern für Kärnten. Und eine Vorschau habe ich da. Eine Sperre wird es in Spital geben. Heute findet die Candlelight Shopping EM in Spital statt. Hier gibt es eine Sperre von 16 bis 22 Uhr von der Fachhochschule bis zum Burgplatz. Sie werden hier umgeleitet. Planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Ach, noch mal diese Farbe. Aktuell auf der B70 der Parkerstraße auf Höhe Kreuz. Das nächste Update in einer Viertelstunde. 0463 45 3x die 8. 45. Gute Fahrt wünscht Mutter Meierhofer in Villa Hohenfeldkirchen und Renault Tusch in Adenzheim. Meisterhaft gut bei Renault, Hyundai und Dacia. Diese Sendung wird präsentiert von der Kärntner Sparkasse und Sparkasse. Hier ist die verrückte Stunde mit dem Verrücktesten, was Radio zu bieten hat. The Fusion of Bodies and Beats, das ist das Motto vom Body Painting Festival. Läuft ja aktuell an diesem Wochenende in Hörtschach. Wir sind das offizielle Body Painting Festival Radio. Und wir schicken Sie zu den Stars. Manuela aus Klagenfurt, du triffst morgen Mono und Nikita Mann. Genau. Freust du dich schon? Sehr sogar, sehr. Okay, bist du lange Fan? Ja, so ziemlich lange war. Ich habe einige Erden. Ich habe bisher geglaubt, dass ich bald komme. Und das ist immer ziemlich lustig. Okay, hast du schon mal mit ihnen geplaudert? Nein, das habe ich jetzt nur mit geschafft. Okay, hast du schon eine Idee, was sie fragen wirst? Alles klar, was ist eines deiner Lieblingslieder von Ihnen? Also meine Lieblingslieder ist Für immer. Und wenn ihr das in der verrückten Stunde spielt, das wäre voll super. Ja, dann machen wir das auch. Mono und Nikita Mann. Meine lieben Käferfreunde, eine Information zur Seekorso-Ausfahrt. Vielleicht könnt ihr euch, die was neu ankommen, schon so platzieren, dass sie dann eigentlich recht zügig hinausfahren können oder mitfahren können. Vielleicht ist es möglich, der was mich hört oder seinen Kollegen oder Nachbarn sagt, weitergibt, dass er sich richtig einparken. Dann geht alles leichter vonstatten. Dankeschön. Das ist das Lied, das uns immer nahe geht.
Party machst im Auto, sitzt du cool oder was? Ob du noch bist oder noch ganz auf Ehe ist. Der fantastische Tag ist das, was man groß macht und einer macht mir heute Spaß. Das ist das Sieg, das ist immer wieder.